Gut, dann schauen wir mal. Hier. Nee. Noch eins hoch. Feind gesichtet. Sehr eingeschätzt, Tom. Hier ist Ihr Generator. Aufpassen, da ist dein Geschütz. Da ist ein Hab noch einen Tango. Ziel gesichtet. Ich sehe einen Hauptmann. Da ist einer. Hab noch einen, macht fünf. Aufpassen, da ist dein Geschütz. Wo ist der unten? Da. Markiere einen Hauptmann. Und dann ist da irgendwo noch einer. Da ist eine montierte Waffe. So. Schau mal. Ich hab durch dieses kleine Fenster hier genau durch die Mitte geschossen. Good boy. Würde ich sagen. So, alles nachladen. Runter. Slow. Sehr gut. So, jetzt wissen wir noch mal interessant. Schauen, dass wir. Geh in Position. Warte, nee. Ist da. Setze Drohne ein. Ist da wirklich nur einer? Sieht so aus, ja. Ich gehe in Position. Suche eine gute Position. Shit, ich muss die Position wechseln. Ziel erfasst. Bin bereit. Roger, Ziel erfasst. Bereit, auf deinen Befehl. Tango getroffen. Schiebe voll, Leute. Der Alarm ist deaktiviert. Sehr schön. Geh in Position. Ich brauche eine bessere Position. Ich hab das Ziel. Kein Ziel. Wiederhole. Kein Ziel. Roger, Ziel markiert. Hab kein Ziel mehr. Ah, Jungs. Concentration. Ziel erfasst. Bin bereit. Tango getroffen. Ah, Jungs. Super. Limbo. Schade, kannst du nicht. Balancieren und eine Rolle auf einer Kante kann sie ihm. Aber mehr auch nicht. So, so, hier ist erstmal Nichte. Und dann geht's da wieder weiter. Feind markiert. Ich sehe noch einen Tango. Noch einen. Noch ein, na? Soundalarm. Soundalarm, ja. Hab den Alarm ausgeschaltet. Von den anderen nicht gesehen.
Geh in Position. Suche eine bessere Schusslinie. Ziel markiert. Hab das Ziel. Er ist tot. Gut, dann kommt nach. Ihr habt echt krasse Waffen. Ihr habt wirklich krasse Waffen. Also, wie bei Wanted könnt ihr schießen. Hammerhart. Alter. No pressure. Krass. So. Dann wollen wir mal schauen, ob wir es dieses Mal schaffen. Ich hoffe, da ist noch einer. Aber nicht bei uns, oder? Ach, ich sehe einen Hauptmann. Ja, das ist egal. So, da ist unser Schmuckstück. Den darf man nicht anfassen, nicht mal ansehen. Weil sonst fällt er um in Ohnmacht. Markiere einen Hauptmann. Mit dem sind's fünf. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Ja. Zum Glück erhält meine Drohne das. Oh ja, sieht's aus. Markiere einen Tango, Zivilist in der Nähe. Hey, Sniper auf dem Dach. Das reicht uns erstmal. Psst. Geh in Position. Brauche neue Position. Sekunde, geh in Position. Ich kümmere mich um den Ziel. Ziel erfasst. Bin bereit. Kann das Ziel nicht mehr sehen. Ziel verloren. Ich sehe das Ziel. Das Ziel ist weg. Dum. Geh in Position. Eine gute Position. Alles klar, geh in Position. Roger, Ziel erfasst. Ich hab das Ziel. Hab kein Ziel mehr. Kein Ziel. Wiederhole. Kein Ziel. Dann nehme ich. Dann mache ich so den Scharfschützen. Die töten. Dreh dich um. Roger, lass mich in Position gehen. Unterwegs. Roger, Ziel markiert. Kann das Ziel nicht mehr sehen. Ziel markiert. Okay, Ziel verloren. Mein Ziel ist weg. Roger, Ziel erfasst. Hab kein Ziel mehr. Ich sehe das Ziel.
Das Ziel ist weg. Okay, Ziel markiert. Ich sehe Perico. Mein Ziel ist weg. Hab das Ziel. Ich sehe das Ziel. Das Ziel ist weg. Ja, dann das Ziel halt. Hallo? Schlecht aufgelegt, DJ. Hey, seh mich an! Seh ich vielleicht aus wie ein Sicario? Ihr müsst mich ihn töten, Mann! Ach ja, warum? Ich hab noch mein ganzes Leben vor mir. Ich hab noch Träume und sowas. Gib uns einfach den Code zur Hauptsteuerung der Station. Okay, okay. Aber ihr habt's nicht von mir, okay? Also, als Benutzernamen gebt ihr ein BIDIBOM. Dann die von diesem Token erzeugte Zahl. Genieße den Augenblick, Perico. Heute wärst du fast gestorben. Heute habe ich dich verschont. Okay, okay. Klar, du könntest den Code einfach ändern. Aber ich werde dich am Leben lassen. Und du sendest dafür weiter und wartest mit der Änderung, bis mein Kollege Pak Katari seine Botschaft abgesetzt hat. Verstanden? Der Alarm. Wir wissen von uns. Bowman, wir haben den Code. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das Signal hacken können. Das ist mir bewusst. Wir wissen von einem Funkexperten, der Rebellen in Santa Blanca gefangen hält. Sie müssen ihn befreien. Wir brauchen seine Kenntnisse. Wir können keinen freien Techniker entbehren, oder? Nein, und ich habe auch keinen. Bringen Sie ihn zu einem Sammelpunkt. Ich besorge das nötige Gerät, damit sich Pakatari einklinken kann. Verstanden. Feuer! Okay. Abschuss bestätigt. Keine Ziele zu sehen. Meine Seite ist sauber. Das ist ja... Ah, okay. Er hat aufgehört. Gut. Alright. Komm, Jungs. So. Heli im Anflug. Wir haben auch einen. Ich mach das. Ich fliege. So. Pakataris Funktechniker wird am Olikodam gefangen gehalten. Wir müssen den Mann rausholen, damit er uns hilft, Pericos Rundfunksystem zu hacken. Hab ich doch eigentlich schon. Ja, egal, machen wir es nochmal. Dieses Mal von der anderen Seite, oder? Würde ich sagen. Weiter, dann müssen wir das Dorf auch mitnehmen. Ja. Ich weiß nicht, ist da jemand? Dann landen wir mal schön. Dann holen wir mal den einen, der hier ist. Tango markiert, aber da ist auch ein Zivilist. Da ist noch ein Tango. Ich sehe einen Hauptmann. Aufpassen, da ist dein Geschütz. Das macht 5. Easy.
Ja, der im Häuschen wird schwer. Verstanden. Unterwegs. Okay, bin unterwegs. Brauch eine bessere Position. Okay, ziel mal auf neue Position. Bin schussbereit. 3, 2, 1. Decke alles hin. Ja, das war im Lendenbereich, habe ich ihn gefunden. Was sehr schmerzhaft ist. So. Boah, im Lendenbereich von der Kugel, also vom Sniper, also. Da wirst du ja richtig zerfetzt. Oh. Autschi, bautschi. Grüß Gott. So, Wagen mit montierter Waffe. Wie jetzt? Da war noch einer und der hat nicht Alarm geschlagen, als ich seinen Kumpel vor seinen Augen, also direkt einen Meter vor ihm, erschossen habe. Der war wahrscheinlich zu baff, zu, oh mein Gott, oh nein, und so weiter. Ihr wisst schon. So, dann schauen wir mal kurz. Hier sind sehr viele Zivilisten. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Ihr habt noch einen, macht 5. Alter. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Markiere einen Hauptmann. Wir sind jetzt bei 10. Was passiert da gerade? Was passiert da gerade für einen Schmarrn? Der Alarm ist hinüber. Es wird keine Verstärkung kommen. Ja, hoffe ich auch. Geh in Position. Suche bessere Schusslinie. Moment, ich habe eine gute Schusslinie. Passt genau auf, wo ihr hinschießt. Hab das Ziel. Bereit für den Angriff. I don't believe it. Tango ist tot. Gut. Wollen die eh nicht? Marco mit einer scheiß Minigun am Eingang zum Lager. Ich kann das Gefängnis sehen. Das ist eine Menge Aufwand für einen Rebellenfunker. Seht's als Gefallen für die Rebellen. Wir könnten ihr Wohlwollen gebrauchen. Aber achtet darauf, dass der Gefangene heil bleibt. Okay.
Roger, ich suche eine bessere Schlusslinie. Unterwegs. Roger, Ziel markiert. Okay, Ziel markiert. Kann loslegen. Greife Tangos an. Wir haben sie aufgescheucht. So. Alles klar bei mir. Wer seid ihr? Unser gemeinsamer Freund Pakatari schickt uns. Está bueno. Gehen wir. Das war doch mal ganz cool, ne? Salvados por un extranjero. Gut, dann warte, da drüben war die Leitern, die Treppe. Zum Helikopter. Gut. Ja, das lief doch sehr gut. Das lief doch sehr gut. Ich fliege. Nach Pucara al. Pakatari ist mein Senor Comandante. Pero ich glaube kaum, dass er die anruft, nur um meine Wenigkeit zu retten. Sie verfügen über technische Kenntnisse, die wir für unseren Einsatz brauchen. Wir wollen DJ Pericos Radiosignal kapern. No mierda! Meine Frau liebt diese Sendung. Und ich sag ihr immer, hey, das ist der Feinkerei. Und sie? Aber er ist so witzig. Da kann ich auch nichts machen. Mujeres. Also schalten wir rein. Oh, ist so witzig. Das ist dann fast wie Bulli. Oh, ist so witzig. Ja, ja, okay. Yes, wir haben's. Gumpa, ich danke Ihnen. Die Sendung könnte ein größerer Sieg für uns sein, als uns klar ist. Oder auch nicht. Carajo, keine Sorge. Ich erledige das und dann sehen wir. Adios, pues. Bleiben Sie am Kartellradio dran. Läuft alles nach Plan. Hören wir Kataris Rede schneller als gedacht. Hua. Hua. Gut. Dann würde ich sagen... Pakataris Rede wird im ganzen Land gehört. DJ Perico war schon immer ein Idiot. Aber jetzt steht der Suenio wie einer da. Wie bewerten Sie die Reaktionen, die reinkommen? Wenn es nicht gerade Selfies macht, checkt mein Social-Media-Team die Online-Trends. Unter Hashtag DJ Perico gibt's jetzt schon echt lustige GIFs. Bummen Ende. Charakteranpassung. Okay. Der Funke... Sorry. Ramon Feliz, Blogger, Akademiker, Internetjournalist, wollte immer nur die Wahrheit sagen. Doch wessen Wahrheit? Seine? Feliz glaubte, es gäbe nur eine. Doch wir wissen, Geschichte und Wahrheit schreibt immer der Sieger. Sein Blog verleumdete mich Tag für Tag. Por supuesto. Etwas musste geschehen. Also ließ ich ihn von Hackern aufspüren. Und bot ihm Arbeit an. Ich erklärte ihm, meine Wahrheit habe einen Vorteil. Sie hielt ihn am Leben. Ramon Feliz wollte immer nur die Wahrheit sagen. Jetzt war die Wahrheit zu viel für ihn. Oh. Oh Mann. Einfluss. Die Kunst der Überzeugung. Gewinnen von Herz und Verstand. Leute bei den Eiern packen und zudrücken. Oh. Santa Blanca, die schlauen Füchse, haben es durchschaut. Kontrolle über das Geschehen reicht nicht. Es braucht Kontrolle über die Geschichte. El Cardinal, ein wahrer Gläubiger Santa Muertes.
Will man Leute beeinflussen, ist es ein Vorteil, Gott auf seiner Seite zu haben. Oder in diesem Fall die Knochenlady, die weiße Schwester, der allerheiligste Tod. Santa Muerte selbst. Denn ganz ehrlich, es gibt Dinge, die nicht mal Gott für einen tut. El Cardinal ist im Radio und Fernsehen, gibt Live-Auftritte und Konzerte. Während El Sueño sie durch Bestechung und Furcht kontrolliert, packt El Cardinal sie bei etwas noch Stärkerem. Ihrer Seele. Sie wollen ewiger Verdammnis entgehen? Kein Problem. Zum Glück muss man nur das Santa Blanca-Kartell unterstützen. Das reicht schon. Mhm. Am anderen Ende der öffentlich-privaten Skala steht Ramon Feliz, der Narkoblogger. Seine ruhige Art täuscht. Er ist der Experte für soziale und digitale Medien. Feliz ist ein tragischer Fall. Er war Journalist und wollte das Kartell als Haufen von irren soziopathischen Drecksäcken entlarven. Aber sie haben ihn umgedreht. Jetzt haut er Kartellpropaganda raus, als hinge sein Leben davon ab. In seinem Blog, in den sozialen Medien. Wenn man nicht auf El Cardinal steht, dann auf Feliz. Beide zusammen sind Yin und Yang der Santa Blanca Einflussmaschine. Das Heilige und das Profane. Das Öffentliche und das Private. Herz und Verstand. Ich hoffe, ich muss den Blogger nicht umbringen. So, den haben wir jetzt auch. Okay. Macht es sich mit Bowman gemütlich? Wir machen eine Menge durch, nur damit Puck eine Rede im Radio halten kann. Bowman will vermutlich, dass die Rebellen das für ihre eigene Operation halten. Die Lorbeeren dafür ernten sie ja sowieso, also weiter. Perico und das Kartell tun so, als wäre nichts passiert. Aber diese Rede hat einiges bei den Einheimischen bewirkt. Pakatari berichtet, dass sich immer mehr dem Kampf gegen Santa Blanca anschließen. Hoffen wir, dass es der richtige Zug war. Ich werde immer nervös, wenn ein Mitspieler zu stark wird. Haben Sie Angst, dass die Sozialisten einen auf dicke Hose machen? Sie sind so ein Relikt des Kalten Krieges. Sagt die CIA-Agentin in Lateinamerika. Wir ziehen weiter. Ich melde mich. Die sind lustig sogar. Gut, dann mache ich das. Bye-bye.